Also Wagners Musik an sich für mich hat etwas Süffiges, was Verführerisches und wenn man sagen würde, geschmacklich so eine bittere Note auch. Also bitter nicht nur in dem Sinne kulturhistorisch, was passiert ist, sondern auch in der Art von Musik, dass man die ganze Zeit so eine gewisse Wachsamkeit hat, was als nächstes kommt. Also man kann sich nicht darauf verlassen, dass es eine Entspannung gibt, sondern man ist die ganze Zeit angespannt, auch in dem Sinn. Und deswegen finde ich bitter ein ganz gutes Wort. Wagner's music is problematic because there's the man and the music. If we take the man out of the way, the music's really good. I mean, just like really good, really exciting. It's all the clichés. It lives up to all of them. It's wonderful. Ein Meer, wo man von einer Ruhe in 3 Sekunden einen Tsunami bekommen kann, eine Tsunamiwelle, die so super laut, bunt und fantastisch ist. There's nothing I could really compare him to. I mean, Wagner is Wagner. Bombastic, delicate, intimate, threatening. It's very emotional. Sehr mächtig, prächtig, so. Heroically romantic sometimes, but something is more to it. It's not like there is some extra layer of complexity and in the texture, which is kind of like woven in between everything. Es ist, glaube ich, so eine bildhafte Sprache, die die den ganzen Menschen anspricht. Also ich kann mich dem Sog da kaum entziehen, muss ich sagen. I would say I could not describe the music and that you have to experience it for yourself.